was für mein kleines Herzblattl. Ist natürlich ein bisschen zu ihr laber. Und bei ihr war die Intention einfach nur, ich möchte bitte ein pinkhaariges, weibliches Wesen im Kopf haben, was mir nicht auf den Sack geht oder wo ich mir dann denke, geh sterben. Und nein, bevor ihr denkt, ich denke da wieder an Sakura jetzt speziell, nein, ich finde Sakura vollkommen okay. Also, ja, sie hat ihre nervigen Phasen, aber das hat echt jeder am Anfang von Naruto, tut mir leid. Und nein, sie ist auch immer noch nicht nutzlos und ich möchte jetzt keinen Kommentarkrieg auch hier unter dem Video auslösen, auch wenn ich dann mal Kommentare unter dem Video hätte. Zumindest viele. Ich finde Sakura vollkommen okay. Ich meine, sie ist Teilerin und stark as fuck, Alter. Ich meine, wenn die dich schlägt, bist du erstmal frei. Wie lange kommt vermutlich drauf an, was du für Scheiße gebaut hast. Aber du bist dann erstmal frei. Aber es war trotzdem so, entweder sind sie für mich nichtssagend oder sie gehen mir auf den Sack. Und ich würde halt gern einen Charakter im Kopf haben, wo ich sage, den mag ich. Und ja, so war erstmal für den klar pinke Haare. Und da mussten es natürlich wirklich lange sein. Warum habe ich mir das angetan? Die sind halt wirklich fast bis zum Boden und ich finde das so anstrengend. Ich weiß, es gibt Menschen, warum auch immer, die haben bei fast allen ihrer Charakteren fast bodenlang, also die mögen es halt, das zu zeichnen. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde das so anstrengend, weil wenn du nun mal fast bodenlange Haare hast, die haben auch entsprechend Gewicht. Selbst wenn du wirklich dünnes Haar dem Charakter gibst, das bleibt trotzdem bei Gewicht. Es ist dann, blöd gesagt, ich denke mal so knapp 2 Kilo kannst du das schon rechnen. Und bevor das in Bewegung kommt, muss halt wirklich eine Action-Szene sein oder eine krasse Windböe sehen. Und ich mag es aber lieber so, schon beim Laufen so. Puh, das ist halt geil, ne? Weißt du? Es ist zwar mehr so ein Fantasy-Ding, aber ist das geil. Also ich sage ja nur bei Fantasy vorwiegend. Ja. Aber dadurch, dass er eh so ein Wirbelwind ist, kommt das da leichter in Bewegung. Aber es ist trotzdem echt anstrengend für dich. So. Die Leute, die immer bodenlang zeichnen, ich frage mich immer, wo die die Nerven her haben, weil ja, also ich kann nur wiederholen, ich finde es echt anstrengend, weil die brauchen halt echt einen Schwung, damit die dann mal Party haben. Party haben meine ich, dass die sich ordentlich bewegen. Ja. Und dadurch war halt, wie gesagt, bei den vorprogrammiert, okay, erstmal Pinkara, komm mal, was wolle. Und ihr schwarzer Pony, sie hat pinke Haare und einen schwarzen Pony, war ein aus Versehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, mit Tusche zu leihen. Und ich kann es auch eigentlich an sich, aber dieses kleine Missstück von Arschgeige, das tut dauernd immer am ungewollten Zeitpunkt drauf, wo ich wirklich immer gucke, dass ich nicht zu viel habe, um das eigentlich zu verhindern. Und versuche auch nicht irgendwie kurz, hätte ich auch drüber zu halten und da. Pff. Aber irgendwie ist das halt trotzdem passiert und da war fast der ganze Pony schwarz. Das war dann so, du hast absolut keine Lust, die Scheiße nochmal neu zu machen. Also kack drauf, die kriegt einen schwarzen Pony. Und so wurde es geboren. Und dann habe ich mir halt das ausgedacht mit dem verfallenen Stern. Wo ich echt nochmal ein bisschen mehr dran arbeiten muss. Aber ich habe noch Zeit, bis dazu mal irgendwann mal rauskommt. Wenn es ein Manga wird. Ach, ich weiß immer noch nicht so ganz, ob ich das dann in Romanvariante mache mit Illus oder in Manga. Weil bestimmte Szenen, finde ich, sind im Manga um einiges wirkungsvoller und andere wieder im Romanstil mehr. Das ist total behindert. Hat das auch irgendjemand von euch, dass er sich so ein kleines bisschen eine Platte macht? Weil irgendwo beides passt. Mich macht das schon so ein bisschen. Ich finde das nervig. Ich weiß nicht. Ich finde halt wirklich, beides passt. Aber so bestimmte Szenen würde ich dann lieber gern so Manga haben und andere wieder so mehr schriftlich. Total behindert. Ich bin halt auch behindert. Also. Nein, ich mache mich jetzt nicht über diese Leute lustig. Um ehrlich zu sein, finde ich behinderte Leute richtig bewundernswert.
Also halt die, die dann halt auch einfach, naja, weiterleben halt, die sich so sagen, ja, es passiert, kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Und dann halt einfach damit leben und zum Teil einfach um Welten selbstständiger sind als ich oder andere Menschen. Ich finde das echt scheiße bewundernswert, wenn ich dann immer Leute sehe draußen halt auf der Straße. Ich kann mir dann leider mal meinen Star nicht verkneifen. Ich versuche es aber so kurz es geht zu halten, aber es ist dann nicht so wie, oh, ein Krüppel, sondern, boah, wo hast du die Nerven her oder so ein Scheiß. Aber ich glaube, es kommt in dem Moment nicht so rüber, wie es sollte. Leider. Aber es ist wirklich nur noch kurz sekundenweise, dass ich so gucke und dann kann ich mich zusammenreißen und schnell weggucken, bevor es zu dem, ich sage jetzt mal, zu unangenehm wird. Aber ich finde das echt bewundernswert, dass sie sich dann sagen, ich lebe halt damit, ne? Ich kann mich noch das eine Mal dran erinnern, da war ich mit meiner Klasse in London. Und jetzt noch vor dem Zug. Wir waren da halt gerade in unseren Shuttlebus, der uns immer von A nach B bringt. Und dann haben wir halt so rausgeguckt. Und dann hatte einer so ein magischen. Also das war ein Rollstuhlfahrer, aber der konnte dann halt einen Knopf drücken und dann haben sich die Rollen so aufgestellt und dann ist er halt da reingefahren. Das ist voll cool. Ich weiß gar nicht, ob das dir in Deutschland was gibt, blöd gesagt, oder wenn, ist das scheiße teuer. Aber es ist an sich voll geil. Und ich glaube, mein dadurch ist dem halt auch geholfen, dass er nicht so den Leuten immer auf den Sack gehen muss. Ey, hör mal, ich brauch mal das und das und das. Ich meine, für die würde das auch richtig kacke sein. Ja, und ich hasse mich jetzt schon an den Action-Szenen. Zumindest, wo sie noch ihr altes Outfit anhat, also das, was sie gerade hat. So für Chibi ist das eigentlich genau richtig, aber es fliegt sehr, sehr viel Zeug rum. Und da dann wirklich immer dran zu denken, das wird anstrengend, sage ich euch. Es wird richtig anstrengend. Aber ich will es auch nicht mehr ändern, weil es gehört zu ihr. Und es ist halt auch allgemein bei mir so, wenn ich einmal einen Charakter ein Outfit gegeben habe, ich ändere das nie wieder. Es ist zum Teil Gewohnheit, aber es ist halt auch Faulheit. Es ist zum Beispiel auch bei. Warte. Ich hatte zuerst überlegt, jetzt muss ich erstmal die Seite wieder finden. Nein, 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 nein. Da. Komm mit auf die Reise. Ihr Design zu ändern, also zumindest was Klamotten belangt. Aber ich habe das halt jetzt einmal gezeichnet und ich glaube nicht, dass ich das jemals wieder ändern werde. Aber sie ist halt auch cool, eine coole Socke, ne? Ich weiß nur nicht, bei dem Korsett, das wird schon bleiben, weil, wie gesagt, einmal gezeichnet, immer drin. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das detailtechnisch aufwerte, weil so, nur so ein blankes Korsett will ich halt auch nicht machen. Aber mal sehen. Aber sie ist schon eine coole Socke. Ich habe hier einen Begleiter, der so scheiße süß hinbekommen und seitdem nicht mehr. Ich könnte heulen. Guck nicht dieses Gesicht an, das ist so süß. Ich hab Stacheln. Ja, sie hat eine riesige Schlange als Begleiter, der halt seine Schuppen ausfahren kann und dadurch hat er dann die Spitzen und BAM! Ah, ich muss es echt dringend mal schaffen, dir im richtigen Artwork in Szene zu setzen. Ich liebe sie jetzt schon. Ist halt wieder eine Rasse. In der Rasse bin ich auch mit in einer. Warte, das weiter runter. Danke. Mit in einer Ortgruppe, also Organisationsgruppe, aber ich tue das im so abkürzen, ist bei mir drin. Und dadurch habe ich halt unbegrenzte NGOs zur Verfügung. Einen habe ich jetzt halt für sie schon mal, wobei ich erstmal noch den Schieber muss. Sadly. Den anderen habe ich noch Freundin gegeben. Ihr könnt sie ja auch gerne mal besuchen. Sie hat auch hier einen YouTube-Channel, aber sie kann leider nicht so wie ich halt diese Zeichenvideos machen, weil ihr Opi noch mehr Opihaft ist als meiner.
Meiner schafft es halt echt gerade so noch, das Zeug zu verarbeiten, aber ich merke schon, dass er dann hart schnauft und versuche in der Zeit immer irgendwas anderes zu machen, dass er halt wirklich nur dieses Video macht. Aber dann geht sie halt ihre Skizzenbücher durch und erzählt auch dazu und das ist auch ganz schön. Ja, ich glaube, Skizzenbücher guckt jeder gerne. Also bei ihr sind es nicht wirklich Skizzenbücher, sie macht es halt wenig auch, dass sie da Artworks reinknallt. Aber ja, deswegen könnt ihr mal gern vorbeigucken. Und auf Facebook heißt sie genauso. Und auf Instagram, glaube ich, auch. Kassel. Wenn ihr halt Interesse habt, dann werdet ihr sie jetzt schon selbst finden. Ich denke mal, sie hat es auch in ihrer Videobeschreibung immer unten drunter, wo und wie sie zu finden ist in den anderen Seiten. Ja. Und da habe ich jetzt jedenfalls erstmal zwei. Halt. Yang, womit es angefangen hat, die ich mir auch nur leisten konnte, weil sie da gerade Black Friday war und die frühere Rassenmama hat das halt in dem Sinne ausgenutzt und gesagt, okay, ihr kriegt das 50% auf alles, also halber Slotpreis. Und sonst hätte ich mir das echt nicht leisten können. Also ich habe wirklich nur drauf gewartet und dann zugeschlagen. Und da war ich, glaube ich, bei 35. Also ich hätte fast, also ich hätte ca. 70 eigentlich blechen müssen, aber ich hätte schwenkt. Gott sei Dank, weil, ja. Und das war dann auch bei ihrer anderen Rasse, wo sie auch noch Mama ist. Die andere hat sie halt abgegeben, weil sie es einfach nicht schafft, weiterzumachen. Und weil die liebe Lani auch so ziemlich, seien wir ehrlich, sie hat so ziemlich fast alles Organisatorische da gemacht. Und deswegen wusste sie halt natürlich auch, dass alles in guten Händen ist und hat sie ihr gegeben. Ein schönes und ich freue mich, dass sie jetzt auch Zeit hat für die andere, die Flotera, wo ich mal meine beiden Babys echt mal auf Papier bringen muss. Also die eine habe ich schon auf Papier und die wurde auch abgesegnet von ihr, also da könnte ich rein theoretisch den Schied machen. Nur ich will gerade ehrlich gesagt mal meine Snorri-Babys wieder so noch zwei Artworks schenken. Ob mit dem oder nicht, weiß ich noch nicht. Und dann fange ich wieder an mit Cheese so abwechselnd. Aber ich will mich jetzt vorwiegend wieder mehr auf meine Story-Babys konzentrieren, weil sie hat echt viel. Sehr, sehr lang. Ungenutzt war. Und dafür, dass eigentlich alles mit ihm anfing, ist das schon so ein bisschen traurig für dich. Ja. Ah, okay. Ich muss sagen, ich finde es gerade richtig anstrengend, an meiner Skizze durchzugucken, weil halt gerade Tysons Kopf. Nein. Geh weg, Balken. Ich glaube, jetzt habe ich es. Boah, es spiegelt. Volle Lotte. Jetzt. Weil hier Tysons Kopf da ist. Du siehst zum Teil noch die kleinen Bubis, die ich eingezeichnet habe, einfach damit ich die an und hier richtig treffe. Dann habe ich hier einen Finger, der ins Gesicht geht. Dann hat er seine Frise, die relativ wild ist. Und dann geht ihr Körper runter. Dann ist seine Zottelhaare. Und boah, das ist gerade richtig anstrengend, sage ich euch. nicht aufhören. Okay, passt. Aber ja. Bisher mag ich es. Ich hoffe, das bleibt auch so und am Ende bin ich richtig zufrieden. Tschakka. Ich bin ja schon echt stolz, dass er wirklich als Chibi auch gut aussieht. Ich muss es dann nur noch schaffen, dass ich ihn auch einzeln, ich sage jetzt mal, lieber zeichne als momentan, damit der halt auch mal mehr zur Geltung kommt. Weil bisher ist es halt wirklich, entweder du hast da, als ich ihn entworfen habe, und du warst nicht da, und dann kennst du ihn halt nicht, weil, wie gesagt, außer die zwei Artworks mit hin ist da nichts. Das ist richtig beschämend. Ich habe auch noch einen anderen männlichen Charakter, auch von einer Rasse, den ich halt extra nach Rasse gemacht habe, weil im Allgemeinen halt immer bei Rassen ist, dass du mehr Weiber als jenes hast, und dann dachte ich, okay, kommst du mehr Interaktion, kommst du mehr zum Zeichnen von dem? Nein. Seit ich endlich mal zum Schied kam und ihr zum Leben erwacht habe, ist da einfach nichts. Ich habe die auch schon vor knapp einem Jahr gefragt, also die Rassenmama, kommt da noch was? Blöd gefragt. Die meint so, ja, nächstes Jahr.
Es ist aber noch nichts passiert. Außer ein Post, wo sie gefragt hat, ob jemand Trade-Ideen hat. Ja, es ist GD. Das ist so ein bisschen traurig, macht mich schon. Also es ist leider echt bei vielen Rassen. Ich meine, klar, Rassen machen Arbeit, die machen scheiße viel Arbeit, weil du musst irgendwo schon immer, ich sage jetzt mal, einen Weg vorleiten, damit die Leute auch in Schwung bleiben. Weil wenn lange nichts passiert, dann hast du irgendwo auch keinen Bock und denkst dir so, ja, jetzt warte ich erstmal ab, bis was passiert, weil ich keine Lust habe, dass ich den Charakter entwerfe und im nächsten Moment stirbt die Rasse. Das hatte ich auch schon einmal. Ich habe den Charakter endlich fertig bekommen von der Drachenrasse. Post den so, vielleicht einen Tag später. Postet so die Rossen, ja, das wird mir alles zu viel, hab keine Lust mehr, so eine Art. Ich wisch jetzt alles, tut mir leid, tschüss. Ich werde das so hell. Mach mal, mach jetzt erstmal einen ruhigen Kopf. Du kannst doch, wir können dir da gern helfen und so ein Scheiß. Also irgendwie sowas manchmal. Dann wirklich keine 5 Minuten später. Erstmal konntest du nicht mehr auf den Post reagieren, also sprich, der war tot. Und danach war sofort die Rasse tot. Dann hat sie erstmal alle rausgekickt. Und dann hat sie entweder die Rasse komplett geschlossen, so dass sie es nur sieht. Oder sie hat sie wirklich gelöscht. Aber es war dann so, warum so überstürzt? Ich meine. Ich habe dann auch noch mal auf die Seite geguckt, weil sie halt auch eine Seite dazu hatten. Du hattest wirklich nur ein Event, wo halt noch keiner teilgenommen hat, weil es keine großartigen Besitzer gab. Und ein angefangener Adopt. Und das war's. Sonst ist nichts passiert. Und du kannst nicht erwarten, nur weil jemand ein MGO bekommt, ist es sozusagen ein rechter Slot, ganz blöd gesagt, dass derjenige sofort so krass Party feiert und alle mitreißt und alles. Du musst das erstmal selbst in Schwung bringen, aber es war so sofort, so nach dem Motto, ja, die Leute machen nichts, weil ich ja eigentlich auch nichts mache, aber ja, also keine Ahnung. Es war dann einfach so richtig so, was zur Hölle, Mädchen? Also wir kamen uns im Moment halt alle echt verarscht vor, weil halt die andere, die auch mit in der Organisation war, die war auch total überrumpelt. Das war halt wirklich so Knall auf Fall und dann. Ja, Freude. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Charakter machen soll. Weil nochmal, um nicht sein, klar geht das immer noch, aber A, es sind wirklich einfach nur Drachentraits. War ja nur meine Drachenrasse, aber es war jetzt nichts irgendwie Spezielles, wo ich sagen könnte, dann finde ich das, dann ist alles so die. Aber den jetzt auch so blind weiter benutzen, finde ich halt auch irgendwo kacke. Und nochmal, um nicht sein will ich eigentlich auch nicht, weil. Du tust ja in dem Moment, wo du den erschaffst, auch schon was dazu denken, weil Design ja immer auch etwas mit Charakter so zu tun hat. Und dann halt alles umwerfen, nochmal neu machen, nur damit es halt jetzt in dem Sinne verwenden wäre, obwohl ich nicht glaube, dass man mich ankacken würde. Aber trotzdem, ich würde mich auch unwohl fühlen, den einfach so blind weiter zu benutzen. Jetzt verschimmelt die in der Ecke, meine kleine Anglerfischlady auch. Weil auch halt. Also es haben bei meiner angefischten Lady-Rasse waren es auch wieder zwei. Eine hatte halt auf einmal irgendwie keinen Bock mehr gehabt und die hat wohl irgendwie die Trades gemacht. Oder sich ausgedacht, irgendwie so eine Dreh. Und deswegen hat die andere gesagt, okay, will ich was Neues machen? Aber wollte auch irgendwie mit mir was Neues machen. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust. Ich möchte, dass die andere wieder lebt. Oder dass die umgebaut wird. Weil hätte das. Spezielle an denen war einfach nur, du hast eine Glasfüllung, also eine Glasstelle, so wie es heißt, glaube ich, und irgendwas mit Eva ihrer Welt. Und da ist halt dann das Tier drin. Und das ist im Prinzip das Aussagekräftige. Dann hast du noch ein Tattoo für die helle oder dunkle Seite. Und du kannst ja natürlich Tiermerkmale ranknallen. Das war's. Es sind jetzt wirklich keine großartigen Merkmale. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die andere sie gebeten hat, dass sie das nicht mehr macht oder so. Aber sie wollte dann halt echt nicht mehr das machen. Und ich wollte versuchen, ihr zu helfen dabei, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Also, die haben so viele schöne Rassen aus, weil einer sich denkt, nö. Egal. Ich bin abgeswitcht. Aber das ist halt. Ich starte.
Boah, ich muss mich jetzt richtig hart dabei seinen Kopf konzentrieren. Warum habe ich ihm diese Haare gegeben? Sehen Sie nicht süß aus? Und bevor ihr euch wundert, ich werde gleich einfach ein Foto machen zum Posten. Und dann muss natürlich, damit es schön authentisch ist, die Liner und war ja vorne, also war noch die Skizzotone aus, mal ein Bleistift und Radiergummi dazu. Yeah. Nein, das ist einfach schöner als Blanko nur das Ding. Und da ich jetzt nicht 1000 Blütenblätter habe und jedes Mal so für individuell die Blümchen unten rum zu sprühen, sprüht, um rund zu packen, packe ich halt meistens immer das, was ich benutzt habe, dazu. Deswegen ist auch bei Aquarell eigentlich fast immer eine Zahnbürste dabei. Oder ein Schwamm. Ich arbeite unglaublich gern mit einem Schwamm. Ich weiß nicht, ob ich. Arbeitet irgendjemand von euch auch mit einem Schwamm? Also, Schwamm eigentlich mehr so Acrylrichtung, war manchmal auch Aquarell. Aber ich finde, damit kannst du voll geile Sachen zaubern, wie zum Beispiel eben Moos. Baumkronen kann ich nur damit, sonst sehen die aus wie hässliche Wattebäusche. Wolken ab und zu. Oder so ein Raucheffekt. Voll geil. Also, falls jemand nicht das Potenzial eines Schwamms erkannt hat, tut euch mal den Gefallen. Holt euch einfach mal ein bisschen Aquarell. Ich denke, nee, andersrum, ein bisschen Acryl. Aquarell haben die meistens irgendwo noch zu Hause. Und probiert damit mal rum. Man kann immer so geile Sachen schaffen, aber irgendwie. Ich glaube, ich bin die Einzige, die damit rumpanscht. Also ich sehe halt auch in Speedpaints nicht wirklich irgendwo, dass mal jemand mit einem Schwamm arbeitet. Ich finde das so ein bisschen schade, weil du kannst so viel machen, Alter. Das ist voll faszinierend. Ja, ich habe jedenfalls endlich mal ganz fertig. Ob ich beim Hintergrund noch was dazu packe, sehe ich gleich. Also seht ihr zumindest gleich. Ich werde erstmal eine Pause machen und zocken. Und dann werde ich kommen. Und ob dann was im Hintergrund dazugekommen ist, werdet ihr dann bemerken. Oder nicht. Wir werden sehen.
Ich habe es wieder ausprobiert. Seht ihr? Also, ich habe es ja richtig vor mir und das ist alles voll schön Farbverlauf und so ein Scheiß. Aber hier auf der Kamera sieht es einfach aus wie Kacke. Es ist so sein Hautton. Sieht halt einfach nur aus wie so ein dunkler Fleck. Scheiße. Es tut mir echt leid. Also, echt siehst du ganz schön mal so Kacke aus. Wie oft habe ich das jetzt eigentlich innerhalb der letzten Minute gesagt, das Wort? Aber das Video, also die Kamera bringt dich gerade so echt einen Scheiß zur Geltung. Da sind wir wieder beim Wort. Ach, ich muss sagen, mich kotzt es so ein bisschen an. Auch wenn ich im Allgemeinen eh immer vermehrte so diese verzerrte Perspektive habe. Zum einen, damit halt so ein bisschen Spannung ist, wie es am Ende aussieht und weil es halt für mich auch angenehmer ist zum Arbeiten, zumindest ein bisschen. Aber ich hätte eigentlich ganz gern versucht, eigentlich immer so circa ein Drittel des Videos so von oben zu machen, damit man halt wirklich sieht, wie ich arbeite. Weil ich halt in Erklären scheiße bin und Color nun mal so mein Ass im Ärmel ist, schon immer. Und ja, ist ein bisschen kacker und mich stört das echt so minimal. Aber ich kann nichts dagegen tun. Es tut mir wirklich leid. Ah, so ein bisschen. Ihr könnt ja ein bisschen Rage in den Kommentaren ablassen, so von wegen Technik ist Kacke und so. Also wenn jemand Bock hat. Ihr seid herzlich eingeladen. Jetzt kommt die ganz böse Stelle. Seine Scheißhaare. Ah, ich weiß ja nicht, wie ihr bei Character Designs vorgeht. Aber ich packe halt bei jedem immer mindestens eine Sache an, die ich einfach nicht hinbekomme oder wo ich halt nicht zufrieden bin. Und dazu gehören halt zum Beispiel auch Farbtöne. Ich habe deswegen zum Beispiel so viel Weißhaariger, weil ich selbst also, nicht wirklich zufrieden bin. Es ist okay, aber das war's auch. Und da ich halt eine Color-Bitch bin und wirklich relativ viel Wert auf Color lege, klar muss es am Ende noch schön aussehen, aber ich lege halt relativ viel Wert auf die Color. Und wenn die dann bei mir kacke ist, das triggert mich echt hart, muss ich sagen. Also, ich kann das nicht leiden. So gar nicht. Und ja, daher nervt mich das natürlich zum einen. Natürlich. Und ich weiß, würde ich die Schwachstellen jetzt nicht in Character Designs packen, würde ich das so absolut idente No üben. Daher probiere ich das einfach mal. Aber Türkis ist scheiße tricky, Alter. Und das ist halt mein Schmierblatt, wenn ich wegen Farbkombo nicht ganz sicher bin. Ich musste zum Beispiel seinen Hauttyp auch nochmal kurz darauf probieren, weil ich mir nicht mal sicher war, ob das wirklich die Farbtöne waren. Aber ja, waren sie es. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich den Stift auch für sonst nichts anderes benutze. Das wird sich bald ändern. Ich für meinen Teil liebe es ja jetzt, um Welten mehr dunkle Haut zu colorieren als helle. Also in dem Fall seine als ihre.
Ich weiß nicht, ich finde es irgendwo angenehmer, halt die zu machen, als die. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber seit ich es einmal ausprobiert habe, egal ob nur leicht gebräunt oder so volle Leute wie hier, ist es für mich persönlich irgendwo angenehmer. Vermutlich, weil ich auch ein bisschen intensiver mit Kontrasten arbeiten kann, als halt da. Auf geht's, weiter verzweifeln. Also von hier sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber jetzt kommen wir zu meiner Perspektive. Warum? Also ich verstehe nicht, warum sich die Farbe da so krass gesammelt hat. Ja, man sieht es okay. Aber ich kann jetzt halt auch schlecht mit was anderem arbeiten, weil du siehst immer den Unterschied zwischen Buntis und Copics und auch zwischen Aquarell. Und ich kann sowieso kein Aquarell. Das wäre eine noch dümmere Idee. Außer für eine Grundgepatsche. Warum hasst mich diese Farbe so sehr? Alter. Habt ihr auch irgendeine Farbe, die ich verzweifeln lässt? Oder verzweifelt ihr allgemein im Color und macht dafür lieber. Keine Ahnung. Also das Skizzieren allgemein würde mir da nicht ausreichen. Dann möchte ich schon was Genaueres wissen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Haare zeichnen. Oder Gesichter zeichnen. Wenn ihr Gesichter gern zeichnet, können wir auch gern mal tauschen. Ich leihe euch einen Monat meine Color-Künste und ihr gebt mir dafür auch Gesichtsskills und dann passt das schon. Weil die Gesichter sind immer sehr tricky bei mir. Cry. Ich habe mir durch die bunten Lines und meine Kontrastfreude beim Arbeiten gehen die Lines ja so ein bisschen unter, wenn ich fertig bin mit der Fläche. Daher habe ich mir jetzt angewöhnt, erstmal allgemein bei der Haut zum Beispiel hier außen nochmal lang zu gehen. Und bei der Frise mit Buntstiften nochmal so kleine Strähnen zu zeichnen. Weil ich finde, dass. Wirkt dann einfach echter, weil bitte, welche Frise sitzt bombenfest und ich glaube nicht, dass meine Elfenkrieger frühst nichts Besseres zu tun haben, als sich Haargel und Lack zu klatschen. Und so, also, es ist mir jetzt unwahrscheinlich. Und ich mag halt diesen, ich sage jetzt mal, authentischen Touch dazu, eben dass dann halt auch so kleine Strähnchen da außenrum sind, gerade bei solchen Zöpfen hier, die so relativ locker zusammengebunden sind und dann halt natürlich. Bei den offenen Haarenden und so. Das ist was Schönes. Seit ich es einmal ausprobiert habe, ist das echt mittlerweile so ein Tick. Und ich finde,
Es ist auch so ein kleines, aber feines Detail, was nicht lohnt. Es macht nicht viel, aber es ist einfach so eine kleine Sache, weil ich meine, ich finde schon faszinierend genug, dass ihm nie der scheiß Pony in die Fresse fliegt. Das tut er bei mir sehr oft beim Arbeiten. Das ist richtig nervig. Das dann nochmal schnell zurechtzuzuppeln, hinterwaschen und dann weiterarbeiten. Oder den Kopf ganz komisch so die ganze Zeit hin und her schütteln, damit es dann endlich mal wieder passend sitzt und ich nicht schon wieder reingreife, damit ich halt wirklich hintereinander arbeiten kann. Habt ihr eigentlich Kurzhaarfriesen? Also jetzt in echt? Ich kann das nicht. Ich hatte mal in der Grundschule, ich glaube, da war ich in der dritten oder vierten, hatte ich mal so diesen klassischen Bobschnitt. Und ich hatte natürlich auch noch eine Zahnlücke in den vorderen Zahnreihen. Also ich war so wirklich das Klischee schlechthin. Also es sah scheiße aus. Ich habe auch Gott sei Dank kein Foto mehr davon, aber das Grauen hat sich in meinem Kopf abgespeichert. Gnadenlos. Hattet ihr auch so richtig schöne Modelphasen in eurer Kindheit? Ich wollte nie, Kurzhaare, nie. Ich war einfach weder ein Fan davon, noch hatte ich das Gefühl, dass das für mich was ist. Schon allein, weil ich immer, wenn ich nervös bin oder wenn mir langweilig ist, spiele ich mit meinen Haaren rum. Insbesondere dann, seit ich Haare flechten kann, flechte ich mir dauernd irgendwas, weil das eigentlich das Einzige ist, was ich kann an Haarfriesen. Ich bin so dumm, zum Beispiel für den Gretenzopf. Und weil ich es nicht wirklich verstehe, kann ich den noch nicht zeichnen. Ansonsten hätte ich echt schon gerne einmal Charaktere gegeben. Und ich habe halt auch natürlich in Google nach Rest gesucht, wo es da mal einen Charakter geben würde. Aber statt Gretenzopf sah es wieder aus wie normaler Gefrorener. Total behindert. Ich bin irgendwie zu dumm für diese Technik. Hey, ich kann immerhin flechten. Und wenn du die Flechterei immer wieder so an andere Orte setzt, dann sieht das auch immer so aus, als würdest du voll die krassen Haarfrisuren machen und nicht immer denselben Brei, nur ein bisschen Position geändert. Ach ja. Ja. Ich habe Türkise-Buntstifte. Aber die hat mir jetzt. Oh, Alter, ist das Ding. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so hart entdeckt. Ist ja geil. Ich hoffe, man sieht das. Moment. So, ihr seht die dunkle Haut hier. Fick dich, bleib da liegen. Titze. Es geht einfach komplett drüber. Alter. Ist jetzt nicht so komplett hell oben drüber, aber etwas. Und finde ich schön. Buntstifte sind echt so richtig geile Retter, was Feinheiten betrifft. Aber ich gehe jetzt, wie gesagt, überall noch mal so ein bisschen außen rum, weil seht die Schande. Dadurch, dass ich jetzt halt auch vermehrter bunte Lines nehme, aber halt nur so, ich sag jetzt mal drei Haupttöne, muss ich da halt auch ein bisschen mehr nacharbeiten als vorher. Nur, ich persönlich habe halt nie ein großartiges Farbkonzept vor Augen. Da nehme ich zum Beispiel die lilanen Lines für bunte Haare, außer bei Blond, da nehme ich Sepia, Haut, weiße Kleidung. Bunte Kleidung. Für Schwarz halt für Schwarz. Oder für Metall finde ich es eigentlich auch noch ganz gut. Und Sepia halt für Rot, Blond, Braun. Und ich glaube, das war's. Ja. Und so habe ich halt das Grobe im Kopf. Aber nicht was Genaues, so, weil ich halt wirklich eins zu eins dann das Farbkonzept mit den Lines schon vorgebe. Das ist dann immer so relativ spontan. Außer ich mache Character Illus wie jetzt hier. Aber selbst dann tue ich denen spontan auch mal wieder neue Kleidung geben und dann ist es ja auch wieder so ein bisschen Lotterie, was rauskommt. Ist von daher, ich kann damit leben.
Gott, ich bin endlich fertig. Yay. Ja. Noch gefehlt 5 Stunden. Okay, nein, es sind definitiv. Es sind mindestens 5 Stunden. Das Gute ist, wenn man fast alles mitfilmt, wenn man dann das in das Bearbeitungsprogramm lädt, dann hast du immer, bevor du es halt, also wie heißt das, raufst, hast du ja immer dastehen, die Zeit. Im Moment bin ich bei fast 5 Stunden. Das wäre dann auch kleine Zeitabschnitte. Und ja. Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, das sind nur 5 Stunden an. Kann mir irgendwie länger vor. Keine Ahnung. Irgendwie kommt mir auf jeden Fall 5 Stunden echt rechtlich wenig vor dafür. Ja, und das hier ist ja dieser Hintergrund. War einfach so eine spontane Idee, weil ich fand es halt ohne, sah das Blatt einfach viel zu leer aus. Und da ich mich viel zu sehr vor Hintergründen drücke und die doch sehr wichtig sind bei Bildern und es halt auf Dauer langweilig ist, wenn immer kein Hintergrund ist, dachte ich mir mal, ich mache so ein bisschen. Und da ja immer noch nachts seine zweite Persönlichkeit hat, musste halt da ein Sonnenaufgang hin. Weil sonst wäre das ein bisschen unlogisch gewesen, aber gut. Jo. Ich finde es auf jeden Fall ganz süß und ich bin ganz froh, dass ich das noch gemacht habe, weil so ist es schön ausgefüllt und es sieht echt mega niedlich aus. Ich hatte zuerst Angst, dass die Messingränder ein bisschen zu viel sind. Okay, unten ist es ein bisschen sehr viel, aber scheiß drauf. Aber hier oben passt es eigentlich genau. Ja. Ich nadel mein Handy gerade nebenbei, deswegen. Wie gefällt es euch denn so? Ich bin ganz zufrieden damit und hier sieht man halt auch nochmal, da sie eh so ein kleiner Wobbel bin, das passt das schon, dass der Pony so ein bisschen zerzaust ist. Und außer mit seinen Haaren bin ich ansonsten mit dem Rest soweit zufrieden, außer dass ich hier eine Fick dich habe. Kleine Unlogigkeit habe bei der Pose, weil er liegt ja hier auf ihrem Bein und sie sitzt ja normal. Aber da müsste ja eigentlich der Oberkörper so leicht schief sein und dann gerade. Aber hier ist es nur eine Linie. Und der hätte auch so ein bisschen. Naja, so Kleinigkeiten, die mir halt jetzt im Nachhinein erst aufgefallen sind. Aber wenn man nicht drauf achtet, passt schon alles. Sehen auf jeden Fall ganz süß aus. Ich muss sie definitiv öfter mal zusammenzeichnen. Aber ist noch im Kampf. Was nur tagsüber geht. Wegen seiner Geschichte. Ja, das war's. Nach langem mal wieder ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht ein Abo geben könntet oder noch besser einen Kommentar. Dann hört sich auf jeden Fall dieses Jahr nochmal. Ich sage nicht diesen Monat, das ist mir so ein bisschen zu gefährlich. Weil ich diesen Monat eigentlich noch Urlaub habe. Also, naja, egal. Auf Wiedersehen, das Video ist eh schon lang genug. Man sieht und hört sich. Ich merke gerade, ich darf mich korrigieren. Es sind mittlerweile 4 Wochen, vielleicht 5, wenn ich es endlich mal zum Upload komme. Ja, shame on me. Aber ihr könnt ja trotzdem einen schönen Kommentar lassen und abonnieren. Wäre voll nice. Vielleicht wird es dann der Ansporn, damit ich voll krass spamme hier, wisst ihr, ne?